Moin Moin Leute, seicht Unterhaltung und hi Lars. Jetzt zeige ich auch dir erstmal meine Solaranlage. Das hat ein bisschen länger gedauert. So, die ich würde auch mal meine Lampe zeigen, die du dir auch schon gekauft hast, die Livarno. Die habe ich hier vorne. Wollen mal einen Schuppen angebracht. Wie du sehen kannst, habe ich das Rollpad habe ich einfach draufgelegt und mit dem Stein gesichert. Jetzt sind wir drauf festgeschraubt. Ich habe die jetzt ungefähr seit mittlerweile 2 Jahren im Einsatz. Läuft hundertprozentig, keine Probleme. Der nächste Solarpanel. Daneben ist eine CB-Funkantenne. Ich bin noch ein bisschen am Funken. Bei mir ist eigentlich das Problem, wie gesagt, leider durch meinen doppelten Bandscheibenvorfall hat es viel abgerutscht. Ich habe leider nicht sehr viele Möglichkeiten. Die gesamte Solaranlage, die Batterien, den Inverter und das Panel selber habe ich von einem sehr guten Freund geschenkt bekommen, der es nicht mehr benötigt hat. Ich weiß leider nicht, was das für ein Panel ist. Das Problem ist, das Ding ist wahrscheinlich ca. 15, 20 Jahre alt. Hallo Pünktchen, Mounty. So. Mein System ist folgendermaßen aufgebaut. Ich weiß nicht, ob da jetzt wahrscheinlich einige Techniker oder Elektroinstallateure sich wahrscheinlich die Krise kriegen würden. Hier ist der bekannte alte Solarladeregler, den man für 5 bis 10 Euro beim Chinamann bekommen kann. Die Außenleitung habe ich einfach durch ein einfaches 230 Volt Kabel benutzt, das was ich zu Hause rumliegen hatte. Ich habe jetzt eine normale Starterbatterie genommen. Ja, Gigawatt, die hat jetzt 45 Amperestunden. Dort ist mein kleiner Inverter, der hat nur 300 Watt. Natürlich alles, dieser Inverter hat, er kann selber die Batterie, beziehungsweise wenn die Batterie unter 10,5 oder 11,5 Volt gibt, schaltet er sich ab. Also das ist schon ein relativ intelligenter Laderegler. Ja, ich mit meiner so kleinen Solaranlage lade ich alles an, Kleinstbatterien oder Kleinstgeräten, die ich im Haus zur Verfügung habe. Bohrmaschinenakku, mein Selbstbau 18650 Ladestation. Hier habe ich mir ein kleines Netzteil selber gebaut. Ich kann das System mal kurz im Anfahren. Überprüfung und alles ready to rumble. Ja, das ist ein kleines, das Netzteil da drin stammt aus einem SCSI-Gehäuse, SCSI-2-Gehäuse. Also einmal 5 und einmal 12 Volt Leitung. Habe ich mir Bananenstecker gekauft. Habe ich auf dem Parkplatz bei uns mal ein zertrümmertes Autoladekabel gefunden. Ist aber halt Micro-USB. Das habe ich einfach eine 5-Volt-Leitung angeklemmt. Ich recycle und nehm mir alles, was ich kriegen kann. Das ist der altbekannte TP4056er Ladechip. Da gibt es eine Menge im Internet bzw. bei YouTube zu finden. Oh, schau jetzt mal wieder ab. Leider bricht die Spannung auch sehr schnell ein. Klar, die Solarzelle kommt da nicht hinterher. Das Problem ist auch bei meinem System. Ich weiß, wie gesagt, nicht wie viel. Ich lass mich lügen, lass die Solarpaneele ungefähr 10 Watt haben. 10, 15 Watt wahrscheinlich. Also ich brauche ich ungefähr, wenn es hochkommt, fast eine Woche, bis die Batterie vollgeladen ist. Jetzt, hatten wir 2 Wochen lang echt eine absolute Flaute Durchstrecke. Das heißt, ich konnte meine gesamten Akkus nicht mehr laden. Weil ich habe hier im Haus überall, Notstrom angebracht. Das sind solche Osram-Bewegungsmelder mit LEDs. Betreibe ich alle mit Akkumulatoren, die ich komplett mit grüner Solarenergie lade. Habe ich überall im Haus verteilt. Gut, hier ist natürlich jetzt eine Spinne. Eklig. Klar, die ist jetzt über 32 Volt angeklemmt, aber ist schön. So, hier drüben haben wir noch eine davon. Ich weiß gar nicht, die waren mal beim Netto im Angebot. Hier habe ich auch nochmal eine Notstrom- bzw. Notlampe, auch von Livarno, also von Lidl gab es die mal. Die werden mit 3x A-Zellen geladen, also AAA, so nenne ich sie immer ganz gerne. Ja, ich weiß, ich bin nicht ein Freund von Denglischen. Hier ist meine kleine Akku-Sammelsurium. Ja, das Licht ist gerade ein bisschen beschränkt.
Aber ich habe ziemlich bei mir zu Hause alle die Gerätschaften, die mit Batterien, also was heißt, also alkalische Zellen benutzt werden, habe ich alle ausgetauscht durch Akkumulatoren. Mein Handy lade ich auch komplett nur noch über Solarstrom. Das heißt, alle kleinen Verbrauch, die ich im Haus habe, dank dieser Solaranlage, die, ich muss dazu sagen, relativ beschränkt ist, dank meiner beschränkten finanziellen Mittel, lade ich aber trotzdem, kann ich mittlerweile die gesamten Kleinstgeräte alle mit grüner Energie laden. So, ich gehe mal kurz hoch auf den Dachboden, bis auf mein Dach, da zeige ich mal die Solarzelle, wie ich es angebracht habe. Bis gleich. So, da haben wir es. So habe ich mir meinen Kram aufgebastelt. Was, ja, wie gesagt, ist alles bei mir immer noch relativ auf Experimentierstatus. Wobei jetzt mittlerweile, wie lange steht sie jetzt? Ungefähr jetzt seit 3, 4 Monaten steht die Anlage hier. So habe ich sie mir aufgebaut. Da ich hier relativ nah an der Küste lebe, habe ich auch ein kleines Problem mit Stürme. Da habe ich mir halt kleines Gestell gebaut. Ich glaube ungefähr einen 45, 40, 45 Grad Winkel angebracht. Leider sieht der Himmel momentan nicht so mooi aus. Wird wahrscheinlich gleich ein Gewitter geben. Ja, aber so habe ich, wie gesagt, habe ich es aufgebaut. Da ist meine CB-Funkantenne. Wie gesagt, ich bin ja noch ein bisschen am Funken. Ja, das ist halt momentan meine Anlage. Ich hoffe noch, dass ich nächsten Monat mir ein bisschen Geld zurückgelegt, dass ich mir noch eine 20 Watt Solarpaneele dazu kaufe. Ich habe von einem alten Regenschirm, also was heißt ein Regenschirm, das ist schon einen großen Sonnenschirm, so einen richtig großen, stabilen Sonnenschirm, der auf dem Sperrmüll lag, habe ich das Gestell mir abmontiert und die will ich mir dann unten aufbauen. Weil ich lebe hier ja zur Miete und muss immer bedenken, wenn ich in der Mietwohnung kann, es dann nicht über irgendwie Löcher oder irgendwas anbringen. Da habe ich hier alles so weit aufgebaut, dass alles rückstandslos zu entfernen ist. So, bis denn dann und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Tschüss!